Die Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich zunächst was zur Installation von Java sagen werde. Dann werde ich eingehen, wie man Java, darauf eingehen, wie man Java-Programme erstellt. Die Unterschiede zum Hamstermodell, die Unterschiede von Java-Programmen zu Hamsterprogrammen werden anschließend erläutert. Dann folgen Anmerkungen zu Ein- und Ausgabe in Java. Das heißt, wie kann man Java-Programme so gestalten, dass Java-Programme Werte von der Tastatur einlesen, also Werte, die der Benutzer eingibt, und Ergebnisse, berechnete Ergebnisse auf dem Bildschirm ausgeben. Es folgen dann eine Menge von Beispielen, die das hier Erläuterte verdeutlichen sollen. Anschließend werde ich eine komplexere Entwicklungsumgebung für Java-Programme, nämlich Eclipse, kurz vorstellen. Und die Unterrichtseinheit schließt wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung.